Ja, ihr habt es gewollt. Ich bin unschuldig. Ihr habt gesagt, Mensch, du hast ja jetzt die alten Folgen nochmal hochgeladen. Dann guck doch bitte auch nochmal in Don't Starve richtig rein. Und schau doch mal, ob du das auch nicht mehr kannst. Genauso wie du es am Anfang nicht gekonnt hast. Aber ich würde mal sagen, wir machen das mal. Don't Starve heißt jetzt Don't Starve Hamlet. Ich weiß nicht warum, aber es heißt so. Ich glaube, ich hatte Hamlet damals einmal angespielt. Ich bin mir nicht sicher. Das war das, glaube ich, mit den Dörfern, oder? Ja, mit den Dorfbewohnern. Da bin ich am Anfang sowieso nicht durchgestiegen. Und deswegen spielen wir lieber das klassische Don't Starve, was ich viel, viel besser kann und wo ich auch bald sterben werde. Wir gucken mal ganz kurz rein. Also, es ist ja jetzt wortwörtlich Jahre her, dass ich Don't Starve gespielt habe. New Game. Oh, wir können natürlich mal in die Totenhalle reingucken und stellen da fest, mein Gott, habe ich mal lang überlebt. 110 Tage, 104 Tage, 103, 101 Tage. Was hat mich da umgebracht? Blue Hound und Hunde haben mich meistens umgebracht. Und was ist ein Terrorbeak? Ich weiß nicht, was ein Terrorbeak ist. Ah, das ist, glaube ich, so ein Riesenvogel, ne? Und was ist ein Batilisk? Das ist wahrscheinlich, keine Ahnung, was das ist. Hier steht sogar, wo ich gestorben bin. Survival, Survival, Unknown, Unknown. In den Höhlen. Survival, Survival, Survival. Aha. Bin ich an Feuer gestorben. Erfroren. Wieder mal am Hund. Am Bunnyman in der Höhle. Aha. An einer Schlange in Shipwrecked. Ach, Shipwrecked gab es ja auch noch. Meine Güte. An einer Killerbiene. Verhungert in Shipwrecked. An Tallbird in Adventure. Gute Güte, was ich alles gespielt habe. Was ist ein Maktusk? Ach, das ist so ein Walrus. Krokodok. Am Dirklops bin ich verreckt. Ja, wunderbar. Okay, dann wissen wir auch, woran ich gestorben bin. Ich würde sagen, wir probieren es einfach mal aus. Ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung mehr. Wir spielen, was ist... Der ist es, Don't Starve. Ich glaube, das ist das Klassische. Wir haben Reign of Giants. Das war das mit den großen... War das das mit den großen Giganten? Ja, ich glaube ja. Das ist quasi das erste Add-on gewesen. SW müsste Shipwrecked sein. Und Hamlet. Wir spielen mal ganz klassisch. Ne, komm, wir spielen mal Shipwrecked, ja? Ne, nicht Hamlet. Auch nicht. Ich will erstmal nur Reign of Giants spielen. Also mit den, wo in den verschiedenen Jahreszeiten die Viecher kommen. Ich glaube, der Dirklops war einer davon. So, erstmal das Klassische. Dann kann ich mich in Shipwrecked versuchen. Und dann, wenn ich dann überhaupt noch die Nerven habe, in Hamlet. Wir probieren mal, was nehmen wir denn für einen Charakter? Gibt es da neue? Nee, die kenne ich alle. Die kenne ich alle. Das ist alles noch... Nee, okay, den kenne ich nicht. Ein großer Erfinder. Also wahrscheinlich hat er irgendwas mit Science. Kurzsichtig. Bin ich in echt schon. Brauche ich jetzt nicht auch noch im Spiel. Empfindlicher Magen. Nee. Den Rest kenne ich, glaube ich, wieder, oder? Ja. Komm, erstmal klassisch. Erstmal der gute Wilson. Heißt er doch, oder? Hieß er nicht Wilson? Ja, da oben steht es ja, mein Gott, Augen auf. Okay, Wilson mit den Reign of Giants. Es wird bestimmt gut gehen. World? Ne, die lassen wir einfach mal klassisch. Ich bin ja so ein Don't Starve-Held, das kann auf keinen Fall schief gehen. Ich werde 150 Tage überleben. Ach, da gab es auch noch so ein Quest, ne? Man musste noch irgendeinen Quest machen. Irgendwie in andere Welten war da irgendwas. Ach, ich habe überhaupt nichts mehr drauf. Und ihn kenne ich auch noch. Wer war das? Keine Ahnung, wer das war. So, als allererstes alles aufsammeln, was nicht mehr drauf im Baum ist. Wieso bin ich wieder in Don't Starve? Ich habe keine Ahnung, warum ich wieder Don't Starve spiele. Irgendeiner von euch hat gesagt, er würde sich ein Reboot wünschen. Das Spiel ist so alt. Wer spielt denn sowas? Was hat mir denn als allererstes gefehlt? Blumen war gut. Hier, da, das Zeug da unten. Warte, das war doch keine Karotte. So, warte mal. Hier, die Dinger braucht man. Da, Karotten sind zum Essen da. Kenne ich das alles noch? Oben rechts ist Magen, Hirn und irgendwas anderes. Ah, hier Samen. Damit konnte man irgendwie was anpflanzen. Die Viecher konnte man fangen. Möhren konnte man essen. Da konnte man reinhopsen und ist dann irgendwie verblödet. Zufall weiß ich auch noch. Ach, guck mal, ist alles nicht so schwierig.
So, eine Axt. Hab alles noch drauf. Guckt euch das an. Wie ein Profi. So. Hacke, Hacke. Spitze. Ich glaube, das erste, was sinnvoll war, war Gold, oder? Ich weiß es nicht. Wann kamen die Hunde? Tag 5. Guck mal, ich habe nichts vergessen. Ich kann noch alles. Tag 5 kamen die Hunde. Also ungefähr. Ich glaube, 12 Blumen brauchte ich für einen Superhut. Es ist beängstigend, wie tief drinne das noch so im Unterbewusstsein oder im Körpergedächtnis ist, was ich hier mache. Ich habe auch sofort die Leertaste gefunden. Ja. Ah, das kann nur gut gehen. Erstmal eine Basis bauen. Ich bräuchte mal Gold, glaube ich, ne? Für eine Science-Maschine. Guck mal, ich hab das alles noch drauf. Ich bin hier, du kleiner Schmetterling. Ich bin so... Ich bin der größte Knecht aller Ruprechte. Dabei ist noch gar nicht Weihnachten. So, Gold bräuchte ich. Gold, Gold, Gold. Woher krieg ich Gold? Warte mal, Gold krieg ich entweder aus... Nee. Woher krieg ich denn jetzt Gold? Aus Steinen, oder? Das war die Karte, guck mal, auch noch im Gedächtnis. Was ist das da? Oh, guck mal. Ein Kühlschrank. Und eine Chest. Und da ist drinne... Oh, oh. Yes. Take the Gras jetzt. Hör auf zu faseln. Das, ach, guck mal hier. Und eine Mütze für den Winter. Und, warte mal, ist da was drinne? Nee, wäre aber geil gewesen. Hier, das müssen wir uns mal merken. So, ich brauche Steine. Oh, ein Weg. Und ein Weg führte immer zum... Irgendwohin. Irgendwohin führte der Weg. Da sind nochmal Steine. Nein, ich wollte die... Naja, ist auch okay. So, hier müssen wir uns mal merken. Hier gibt es einen Kühlschrank. Den müssen wir uns mal... Warte mal, kann man das irgendwie... Ja, da ist er markiert, okay. Das führte doch immer zu einem Schweinedorf hier, ne? Dieser Weg. Auch Gold. Oh, Gold. Das war ein Maulwurf da rechts, glaube ich. Hier haben wir auch schon wieder irgendwas, aber das ist nichts, was wir wollen. Steine brauchen wir. Steine und Schweine. Ich hab das alles noch im Gedächtnis ist das alles noch. Das waren die guten Bäume, weil das konnten keine Baumbarts sein. Ja, das konnten Baumbarts sein. Warum geht hier ein Weg ab? Da ist ein Schwein. Oh, es wird düsterlich. Da ist nochmal Beeren. Die sollten wir auf jeden Fall nehmen, weil damit kann man sich nähren. Da sind Teufelsblumen, die sollten wir auf keinen Fall nehmen. Da ist das... Ist das hier das Schweinedorf? Oh, es ist das Schweinedorf. Oh, und Möhren. Und... Oh, und Spinnen, um Gottes Willen. Nö, verzapf dich. So, jetzt können wir uns hier... Jo. Einen Glücklich-Hut bauen. Verpiss dich. Ich höre dich spinnen. Ich höre dich spinnen. So, und hier haben wir Büffel. Das ist die perfekte Gegend, oder? Spinnen, Büffel und wir haben alles hier. Spinnen, Büffel und Schweine. Nein, da wollen wir eigentlich nicht hin. Das sehe ich schon hier. Das ist was Unangenehmes. Ich bräuchte noch... Wenn ich noch Steine finden würde, das wäre der Hammer. Kann ich mir schon Feuer machen, weil es wird jetzt gleich duster. Nein, können wir nicht. Warum können wir kein Feuer machen? Ja, das war die erste Folge Don't Starve. War schön gewesen. Ich schmeiß mal ganz kurz was weg hier. Kann mir ein Feuer machen? Ja. Okay, mach dir ein Feuer.
gedacht, das wäre beinahe, wäre es das schon gewesen. So. Da, das kann man mal da. Add Fuel. So. Gucken wir uns mal ganz kurz hier noch. Das können, glaube ich, keine Baumbarts sein, diese Bäume hier. Soweit ich mich noch entsinnen kann. Baumbarts sind immer ein bisschen blöd. Zurück. So, wir fangen an zu kochen. Nein, du sollst es jetzt nicht essen, du sollst es kochen. Wird schon ziemlich duster, ne? Kann das sein? So. Hier ist noch so ein Baum. Nein, hör doch mal auf damit. So, können wir uns schon einen Rucksack bauen? Wie ging denn das? Ne, ich glaube, das ging nicht, ne? Wir brauchten erstmal eine doofe Science-Maschine. Genau, und dafür brauchte ich Gold. Ich habe alles noch im Griff. Haha. Ich habe alles noch so was von im Griff. So, lass mal kurz gucken hier. So, so, so. So, so. Die können wir auch mal braten hier. Mörd. Ich brauche Gold. Ich meine, zur Not finden wir Gold. Ja, glaube ich. Lass mal kurz gucken. Da unten waren Gräber. Da konnte, glaube ich, auch Gold drin sein. Ich kann mir aber noch nicht mal eine Schaufel bauen. Ist ja irgendwie erbärmlich. Warte mal, ist das doch mal alles auf hier? So, jetzt geht's mir wieder gut. Mir geht's sowieso gut. Wie man hier am Hirn sehen mag. So, warte mal, wir brauchen... Das lasse ich erst alles mal da dran. Hier haben wir auch Schweine. Da haben wir Gräber, aber die Gräber, die können wir nicht ausheben, weil Gräber ja... Da sind Spinnen, die wollen wir auch nicht haben. Wo sind Steine? Das sind Steine, aber es sind die falschen. Ich brauche Goldsteine. Okay, hier nicht. Da ist ein Gold. Kein Goldschwein, ein Goldstein. So. Hier ein Sumpf. Ich kann mich noch an Sumpf erinnern, da sind Tentakel drin. So, wir bauen eine Science Machine. Da ist ein See, da kann man angeln. Ich weiß das alles noch. Ich bin so ein... Ein Spring ins Feld. Da sind Spinnen, da drin kann man verrecken. Das weiß ich auch noch. So, als erstes bauen wir uns eine Science Machine. Glaube, das ging doch, ne? Ich glaube ja. Warte mal, wir gehen zurück. Ich würde sagen, da wir hier die Schweine haben und da haben wir eine, keine Ahnung, was wir da haben, wir bauen nicht ganz im Schweinedorf, weil im Schweinedorf sind die Wehrschweine und wir wissen, Wehrschweine sind ganz uncool. Ich würde mal sagen, hier ist ein gutes Gelände. Wollen wir das hier so machen? Ja. Da sind Büffel, da ist das Dorf. Ich baue mal hier baue ich mal die Science Machine hin. So. Das sind meine Samen. Da kannst du mal gleich deinen Schnabel von lassen. So, jetzt bauen wir uns ein... fast. Wir brauchen noch mehr Steine. Sind da noch irgendwo Steine? Warte mal, wir können uns vor allem erstmal andere Sachen bauen. Wir können uns erstmal eine Schaufel bauen. Und einen Rucksack. Irgendwie konnte man sich einen Rucksack bauen. Tüdelü. Ist das ein Rucksack? Ist das ein Backpack? Ah! So, traditionell, wir wissen es, packt Herr Fleck in sein Backpack die Dinge rein, die er nicht benötigt. Das kann man mal hier liegen lassen. So. Warum habe ich zwei Äxte? Wir wissen es nicht. Aber ich habe zwei. So, wir haben ein... Jetzt brauchen wir noch ein paar Steine. Und ehrlich gesagt, Büffelkacke. Büffelkacke ist immer gut.
kann man Felder drauf bauen. Jetzt hätte ich beinahe einen falschen Klick gemacht. Hallo, ihr Schwein. Ich lasse die Möhren da mal noch stehen. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwo Steine finden. Hier sind überall Büffel, das ist alles ziemlich genial. Also, muss ich sagen, das ist ein. Das Spiel wollte mir sagen: Willkommen, Fleck. Ich lasse dich erst in Tag 20 verrecken. Bis dahin pamper ich dir ein bisschen den Hosenpöter, den Hosenboden. Damit du denkst, du könntest es noch. Jetzt schon mal hier: Steine zum Henker. Ich krieg Steine. Holz brauchen wir sowieso. Holzer. Steine? Nein, nein, nein. Bloß keine Steine. Ja. Gut zum Henker sind die Steine. Hier sind... Was ist denn hier passiert? Nee, das fassen wir nicht an. Da ist... Nee, das fassen wir auch nicht an. Keine Ahnung, was das hier ist. Hier gibt es Möhren. Da sind Steine. Verzapft euch. Was ist das? Federhut. Nehmen wir mal mit. Fängt sich damit schön aus. So. Noch mehr Steine. Ist das Ding kaputt? Wartet, Moment, Moment, ich hab's gleich. So. Ach ja, da war ja was. So, warte mal, wie hat man sich nochmal, wie hat man sich nochmal einen Schirm gebaut? Irgendwie konnte man sich einen Schirm bauen. Mit Blumen, die ich nicht habe, sehr gut. Ja, und dann wurde man nass, das war das Hauptproblem. Verzapft euch, ihr Büffel. Sind die schon, haben die schon roten Po? Nein, nein. Ich brauche Blumen. Wenn man nämlich nass wird, ist uncool in Don't Starve. Wird man nass? Ja, dann ist man nass. So, runter. Im Schweinedorf sind bestimmt Blumen. Oder auch nicht. Henker nochmal. Wenn man mal Blumen braucht, sind keine da. Und es wird schon wieder dunkel. Ja, wo muss ich hin? Irgendwo hier war das, ne? Hier hatte ich mich irgendwo niedergelassen. Da. So. So, den Baum da können wir gleich mal fällen. Na, dann werde ich halt ein bisschen nass. Bisschen ist ja nicht schlimm. Ah, warte mal, hier kann man sich drunter stellen. Geil. Okay. Trotzdem muss ich jetzt mal hier fällen. So, du kommst mal mit hier. Komm, einmal unterstellen. Damit wir nicht ganz so nass werden. Ja wohl kein Blitz einschlagen. Ah, es hat aufgehört zu regnen. Sehr gut. So, dann können wir mal noch ein bisschen... Wie weit sind wir noch vom Vollmond entfernt? Ah, Vollmond kommen nämlich die Wehrschweine. Bäume müssen wir sowieso mal fällen hier, falls irgendwas Unangenehmes auftritt. Wie zum Beispiel ein Blitzschlag und alles brennt ab. Ich habe das alles noch... Alles habe ich das noch im Hinterkopf. Ich weiß noch alles, was einem hier widerfahren kann. Was ist das da unten? Jetzt ist das Ding kaputt gegangen. Macht nichts, wir haben noch eine Axt. So, wie sieht's aus? Jetzt ist die Wässrigkeit ist weg. Was ist das? Eine Dark Petal. Die muss weg. Die muss weg. Dark Petal macht blöd. Im Kopf, was ich meine.
So, keine Ahnung, was man mit dem Hut macht. Das Holz. Auch nicht. Alles, was ich gerade im Moment nicht brauche, packen wir mal hier hin. So. So, das wäre die erste Geschichte. Jetzt würde ich sagen, fangen wir an mit dem. Fangen wir schon mal an hier. Nee, warte mal. Wo war denn hier? Ich weiß es nicht. Da? Nee, da. Da brauchen wir auch wieder Steine für. Steine, Steine in Massen. Steine habe ich nicht in Massen. Was machen wir denn da? Erstmal noch ein Dings bauen hier. Nein! Schaufel. So, eine Schaufel. Mit der Schaufel kann man nämlich Sachen ausgraben. Bis da zum Beispiel. Können wir uns den Vogel schnappen? Was ist das? Das ist auch wieder so eine Dark Flower. Wir haben leider noch keine Steine in Massen gefunden. Ich bräuchte wirklich Steine. Ich gehe nochmal den Weg hier lang. Das gefällt mir hier nicht. Hier sind viel zu viele. Viel zu viele Dinge. Hallo, ihr Schweine. Wo sind die ganzen Steine? Kann er mal jetzt hier so durchgehen? Da oben ist eigentlich die perfekte Stelle. Da unten sind Steine. Oder? Ja, unter mir. Hier, da. So. Wo noch? Da nicht. Hab's gleich. Da waren noch mehr Steine. Hier, da, Steine. In Massen, guck dir das an. Naja, in Massen nicht, aber Steine. So, das war ein Maulwurf. So. Den können wir uns gleich mal braten. Apropos braten, dafür brauchen wir... Wie ging denn das? Ach, ich weiß es noch. Ich glaube mit... Ja, irgendwie konnte man sich... Mit Holzkohle konnte man sich einen Ofen bauen oder so. Irgendwie so war das. Geh weg. Keine Steine. Da ist noch mehr, da sind noch Steine. Geht's mir sonst noch gut? Ja. Essen könnte ich noch ein bisschen was. Welchen Tag haben wir? Tag 3. Jetzt müssen wir schon bald aufpassen, es kommt eine böse Hunde. Aber für die bösen Hunde, da kann man sich ja was bauen. Soweit ich mich da noch erinnern kann. Gehen wir mal nach unten. Man hat nie immer alles auf einmal. Hier fehlen mir jetzt wirklich die Steine. Ich weiß, dass hier überall Möhren sind, aber die lassen wir mal stehen. Wo zum Henker kriege ich Steine her? Steine? Natürlich keine Steine. Was wir aber definitiv brauchen, ist noch Holz. So. Jetzt müssen wir gleich schon wieder zurück. Da war das Thermometer und die müssten wir eigentlich mal ausräumen, ne? Ich glaube, das ging mit dem... Ging das mit dem Hammer? Oder konnte man die so... Ich glaube, die konnte man nicht so nehmen. Okay, komm, zurück. Oh, wobei, wir können auch hier übernachten, ist alles gut. Können wir hier schon... Nee, können wir nicht, weil da müssen wir... Nee, komm, wir müssen jetzt erstmal zurück und dann müssen wir uns erstmal einen Speer bauen. Und ein Locksuit, genau. Weil irgendwann kommt dann
kommen die Hunde und dann muss auch hier, dann muss die Verteidigung stehen. Was liegt da? Das ist ein Skelett, das ist uns relativ egal. Lauf, lauf. So ein schönes Steingebiet wäre nicht schlecht. Und Kohle brauchen wir. Und für Kohle brauchen wir, glaube ich, eine Fackel. Und dann haben wir irgendwas abgefackelt. Möglichst nicht das Schweinedorf. Da sind der Spinnen. Die können mir mal hier stohlen bleiben. Schnauze im Unterholz. Jetzt komme ich vorbei. Und wann kam der Winter? Ich glaube mit 30, ne? War das so? 20, 30? Ja, wir fällen mal hier noch ein paar Bäume. Wir brauchen das Holz. Was wackelt da so? Du bist nicht ein Baumbart, oder? Ja, nein, du bist kein Baumbart. Alles gut. Chop, chop. So, haben wir einen, können wir noch. Und dann müssen wir aber schnell da hoch, weil sonst... Ja, war ja, nimm das mal noch mit, komm. Kann man gleich mal hier heizen. So, was wir jetzt machen ist, wir bauen uns ein Seil. Wo ging das? So, dann mit dem Seil brauchen wir uns einen Speer. Und dann brauchen wir uns noch ein Seil. Und dann brauchen wir uns einen Locksuit. So, dann sind wir bewaffnet. Falls jetzt irgendwer hier angeschissen kommt und den Dicken mimt, wie zum Beispiel Hunde. So, haben wir das alles jetzt? Sieht das gut aus? Ja. Haben wir hier noch irgendwelche Dingsbums? Und warte mal. Was ich jetzt gerne machen würde, wäre, ich überlege gerade, eine Fackel bauen. So. Dann braten wir uns noch einen Schnitzel. Und ein paar Beeren. Dann können wir uns beim nächsten Tag aufmachen und Steine suchen gehen. Wir könnten natürlich auch einfach mal hier hochlaufen und gucken, ob es da Steine gibt. Vielleicht sind die näher, als man denkt. Da kenne ich nichts. Zwitscher, zwitscher. Haben wir noch genug Holz? Ja. Komm, nächster Tag bitte. Das hier, das ist harmlos, ne? Ja, das ist harmlos. Das sind auch mal Büffel. Die Kacke nehmen wir auch gleich mit. Wenn ich einmal Steine gefunden habe, dann ist eigentlich erstmal alles gut. Dann können wir uns Felder bauen und mit Felder können wir dann... Ah, hier ist auch schon wieder nichts. Steine! Nein, keine Steine. Okay, dann nach oben. Ist alles nur keine Steine. Das wäre so geil, wenn wir hier Steine finden würden. Aber hier findet man nur Spinnen. Was war eigentlich die Spezialfähigkeit von Wilson? Man konnte ein Bart wachsen. Ich glaube, so weit wusste ich es, ne? Aber das war auch alles. Nix. Keine Steine. Bienen. Ja. Hier, Steingebiet. Disco, Baby. Jawollingen.
Ja. Was ist das da oben? Was ist das da? Ist das... Was ist das? Was macht der Hund da? Der Hund muss weg. So, war das ein Hund? War ein Hund, ne? Von dem muss ich weg. Den muss ich, da muss ich einen Bogen drum machen. Nein, nein, nein. Ich gehe hier unten lang. Du kannst da oben gerne rum. Oben. Komm, Steine. Nein, 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 nein. Blöde Töne. Ich wollte doch noch gar nicht. Komm her. Okay. Feigling. Feigling, Feigling. Au, Feigling. Ich hab das alles noch. Ich hab das alles noch im... Alles ist also alles noch im... Das kommt alles noch im Green. Das ist der nächste Köter. Kann der mal bitte... Der nächste, verdammter Mist. Jetzt hat man schon Steine gefunden, dann tun hier nur... Ja, nein, nicht alle auf einmal. Ah! Was ist das? Verzapf dich! Kannst du bitte gehen? Du, ich bin noch nicht so weit. Du brauchst mich noch nicht fangen. Okay, es ist blöd. Ich glaube, der rennt mir bis zum St. Nimmerleinstag hinterher. Was ein bisschen uncool ist. Ist er jetzt weg? Ja, jetzt ist er weg. Ah! Okay. Ist gut. Es war schön. Ich kann die doch nicht alle umbringen. Also ich habe Steine gefunden, aber ich hatte leider tonnenweise Hunde. Geh nach Hause. Geh doch einfach nach Hause. So, wo waren wir stehen geblieben? Hier. Wie sieht's mit meinem Essen aus? Naja, es geht so. Vielleicht hat's ja hier noch Steine, aber ich fürchte eher nicht so. So, da oben hat's Steine in Massen. Hier ist auch nochmal ein Stein. Wie viel haben wir denn jetzt mittlerweile? Leider nicht so viel. Einziges Steingebiet, was ich gefunden habe, wimmelt von Hunden. Erbärmlich. So, dann werden wir jetzt erstmal, würde ich mal sagen, die ersten... Das sind keine Steine, das sind Büffel. Dann werden wir jetzt erstmal die ersten Felder bauen. Braucht nicht so doof zu gucken. Machen Schinken aus euch. So. Es muss doch noch eine andere Möglichkeit geben, an Steine zu kommen. So, wir bauen Felder, ja? Felder, die bauen wir aus einer Improved Farm. Warum geht das nicht? Ach, weil wir dafür... wir brauchen das nächste. Zwei, warte mal. Oh shit, wir brauchen eine Alchemie-Maschine, richtig? Grützekuchen. Okay, dann ist halt so. Echt? Boards. Wir brauchen echt eine Alchemie-Maschine. Du musst übrigens... da sind nochmal Samen. Schon hat er nichts mehr zu essen. Das ist natürlich nicht so pralle. Ich glaube, am nächsten Tag gehen wir einfach erstmal... Gehen wir erstmal zu den Schweinen. Und holen uns ein bisschen
Wir brauchen mehr Gold. Wir müssen zu den Hunden rauf. Das bringt alles nichts. Wie wir zu den Hunden raufgehen und dabei wahrscheinlich verrecken, das seht ihr beim nächsten Mal, liebe Zocker und YouTuber. Haha, euer Mr. Fleck aus Don't Starve, dass ich das nochmal sage.